Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator 2013 hier auf Westbridge Hills. Wir ernten, wenn ich wir sage, dann meine ich einmal den Smirnoff. Servus. Und der Swiss ist auch noch da. Hallo. Ja, und wir machen jetzt ein bisschen, wir ernten jetzt, was ist das? Weizen, Gerste, Weizen, ne? Weizen. Weizen, genau. Und Smirnoff fährt da hinten auch schon und presst ein paar Ballen. Machst du jetzt Rundballen oder Quaderballen? Ich sehe es gerade nicht. Den Quader mache ich. Den Quader, okay. Dann brauchen wir ja den Autostack auf jeden Fall. So. Und ich bin hier mit dem Agroline unterwegs und mit dem also mit dem Case Magnum und dem Sieger Duo, mit dem ich den Anhänger rangehängt habe. Und wir haben schon festgestellt, wenn die Felder trocken sind, dann ist es auch kein Problem damit, hier zu fahren. Sonst würde es ja, sonst würde uns der Hänger hier im Feld einsinken. Deswegen machen wir das so. Deswegen haben wir uns den Überladewagen diesmal gespart. So. Jetzt ist natürlich nur das Problem, dass ich hinten bei Jim gar nicht rankomme. Weil hier eine Bahn nicht gemacht wurde. Und ich will ja nicht einfach so durchs Feld durchfahren. Er steht auf dem Rohr, guck mal, er steht auf dem Rohr, oh mein Gott. Ja, habe ich gerade, ich fahre jetzt gerade mal hinten rum. Jim, du, Swiss, du musst einmal gleich bitte dich ein wenig drehen. Damit ich nicht den Weizen hier kaputt mache. Und irgendwas ist hier auch komisch gemäht worden, ist mir aufgefallen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Oh, jetzt leckt es gerade wieder ein bisschen. Oh, halb so wild. So, hat sich eingeleckt. Der metrische vor mir ist gleich wieder voll. Echt? Verdammt, geht das schnell. So. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt stehe ich schon wieder fast im Feld. Mist. Sieht mir immer, es sah da total hässlich aus, aber wenn man jetzt den so anguckt, der sieht richtig schön aus. Der Magnum? Ja. Am Anfang hat er mir überhaupt nicht gefallen, weil er so eine langgezogene Schnauze hatte. Das aber stimmt. Ich finde, das sieht jetzt eigentlich gar nicht so schlecht aus. Nö, der macht sich auch gut auf dem Feld, finde ich. Ist so. Halt nur ein bisschen langsamer als die Wildkatze. Das stimmt. Obwohl der Puma ein bisschen kleiner ist. Ja. Weniger PS hat. Naja. Ja. Ist halt schwerer, der Magnum. Ist der Helfer hinten schon wieder voll? Ja, also der hat gerade schon sein Rohr rausgetan. Ach, okay. Da muss ich da gleich mal hinfahren. Boah, shit. Ja, ist kein Chef in der Nähe, jetzt kann ich hier mal kurz mit den Freestyle. Lalala, keiner hat's gesehen. Nee, das machen wir normalerweise nicht, aber besondere, bevor der Helfer uns zu viel Geld kostet, fahre ich einmal kurz durchs Feld durch. Ach, der ist schon auf der zweiten Spur unterwegs. Jetzt hat er hochgeklappt. Ich komme hier schon angefahren jetzt hier, im Sauseschritt. Da liegen schon ein paar Quaderballen. Ja, bitte nicht wegschubsen. Ach, jetzt muss ich ja trotzdem, jetzt muss ich durchs Feld durchfahren, damit der Helfer. Ja, Mist. Ja, dann mache ich mal hier wieder mal eine Ausnahme. So. Mal gucken, wie es im nächsten Teil wird, im 15er. Ja, bin ich echt gespannt. Vor allem mit der dynamischen Füllung, das ist so genial. Ja. Ich kann nur hoffen, dass er dann irgendwann sagt, der macht nicht weiter, weil du ein Stück nach vorne oder ein Stück nach hinten fahren musst. Oder es kippt aufs Feld über, das wäre auch geil. Ach, das wäre richtig geil, genial. Ja, das wär echt genial. Echt gespannt, und bald ist es ja soweit. Ja. Bald ist es soweit. Ja, nicht mehr lange, nicht mehr lange. Die Vorfreude steigt immer mehr ins Unermessliche. Noch 11 Tage. Ja, wenn wir die Folge heute hochladen, dann ja. Wenn wir die Folge hochladen, ja. Gut, kommt, ja, lasst uns 10 Tage machen, lasst uns schon morgen mitzählen. Das genau. Hört sich einfach besser. 10 Tage ist echt nicht mehr viel, das stimmt. So, ich warte dann hier oben einfach mal. Vor allen Dingen, glaube ich, musst du gleich in den Mähdrescher reinspringen. So. Wer muss in den Mähdrescher reinspringen? Ich glaube, da musst du gleich reinspringen in den Mähdrescher. Wieso? Weil spätestens Ende des Feldes anhalten wird. Stimmt. Björn springt. Weil der liebe Jim so ein bisschen einen Rechtsdreh hat, so ein bisschen nach rechts fährt, merkst du es?
Mhm. Jim, was ist denn da los? Schaffst du noch bis zum Ende des Feldes? Ja, ne? Ja, schaffst du auf jeden Fall. Dann war ich so am Ende. Weil der Helfer hier so weit weggemacht hat, dass ich rüberfahren kann, fahre ich vielleicht auf der anderen Spur. Ja. So, jetzt noch ein bisschen drehen, dann drehen wir ein bisschen noch ein Stück. Ups, bin ich ausgestiegen. Ja, so ist gut. Oh, da läuft ein Mann im Anzug hier. Wir gucken uns bei der Arbeit zu. So, bin ich drunter? Jetzt bin ich drunter. Und da hat er die Mauer durchbrochen. Guten Tag, Sie dürfen hier nicht durch. Hallo. Der geht einfach durch mich durch. Ich bin Geist. Hallo, hören Sie mich? Der geht durch mich durch. Ich bin ein Geist. Wir sind Geister. Hm, Mist. Du, die Frau hat Zeit. Die könnte auch mithelfen. Wo ist denn hier eine Frau? Läuft eine Frau rum? Das ist eine Frau. Das ist ein Mann. Ist das ein Mann? Hier hinten, der hier, der jetzt gerade zum Imbiss geht hier. Wo ich jetzt bei, hier mir ist das eine, bei mir ist das eine Frau. Echt, bei mir ist es ein Kerl. Die Frage ist, soll ich jetzt zu euch hinkommen? Und okay, dann ist es wahrscheinlich ein S, aber nee, ich lass lieber mal. Bei dir wäre es ein Hund wahrscheinlich. Ja, genau, ein Hund. In der Metrisch ist hier unten voll. Ja, ich eile schon. Ich habe mein Akkuline hat 81%. Ich korrigiere das hier mal. Sehr gut. Jemand muss es ja machen. Stimmt. Wenn du es nicht machst, macht es keiner. Ja, unser Wald. Ja, sieht auch schön aus. Habt ihr eigentlich die Stümpfe weggemacht oder sind die Stümpfe noch da? Die Stümpfe sind noch da. Das muss ich ja nochmal machen. Und ein Abfrieden. Besten, wenn ihr ein Magnum dafür nehmt oder ein Puma mit Gewicht vorne dran. Ja, ich nehme den Magnum. Ich fahre mit dem Magnum eigentlich ganz gerne. Auch wenn man vorne nichts dranhängen kann. Ja. So. Wahrscheinlich bin ich jetzt gleich voll. Na, 85. Rollt er schon rückwärts. Ja, ich mache schon gleich dynamische Pipe hier. Gleichmäßige Verteilung. Oh, 99. Jetzt habe ich 100. Und ich glaube, der ist auch fast leer. Ey, der soll weiterfahren hier. Hallo. Helfer entlassen. Helfer einstellen. So. So, dann fahren wir doch mal alles ins Silo schon mal rein. Den Helfer, den musst du nicht entlassen. Der fährt dann auch automatisch weiter. Auch wenn da was drin ist. Ja, okay. Dauert nur ein bisschen. Okay. Trotzdem, ich wollte einen entlassen. Mir war du bist entlassen! Du und du bist eingestellt. Der hält mich irgendwie wie an meiner alten Arbeitsstelle. Ja, tut mir leid, wir können dich nicht weiter beschäftigen. Aber du willst, kannst du morgen wieder anfangen. Was? Das war auch dann ein bisschen so, nee, lass mal lieber stecken. Suche eine neue Arbeitsstelle. Ja, das ist ganz clever gemacht, weil dann kriegst du nämlich auch keine Abfindung und so, wenn du dich neu bewirbst. Ja, vor allen Dingen der Zeitvertrag für ein Jahr, dann können sie nochmal einen Zeitvertrag für ein Jahr machen. Dann müssen sie sich dann nämlich danach nicht übernehmen. Richtig. Deswegen habe ich gesagt, weißt du was? Leck mich, ich gehe. Ja. Ja, sowas ist eine Schweinerei. Definitiv, ja. Aber es gibt ja immer noch genug Schlupflöcher für Unternehmer. Jetzt kriege ich den Laden hier. Ich werde, der Swiss ist auch gleich wieder voll. Du, nee, ich bin leer und fahre nach hinten und warte mal, was der Helfer jetzt macht, damit das Feld, dass wir wieder besser ernten können und schau mal, wie er jetzt hier dreht. Ja, und vor allem weißt du, was ich meine? Ja, und vor allem auch Ballenpressen und so ist dann halt einfacher, wenn du... Oh je, der macht aber gar nichts Gutes, du. Nee. Schau mal beim Helfer. Warte. Du kannst bei mir einsteigen. Was macht ein Helfer? Ah...
Ja, der hat sich jetzt auf einmal gedreht dort und hat den Ballen. Kein Problem, ich kümmere mich eben drum. Entlasse ihn sofort. Ist schon entlassen. Du bist gefeuert! Ich glaube, die Spur muss ich hier einmal noch selber machen, hier alleine machen, ne? Also zumindest den ersten... Jetzt hat er da ein Bein hingeschoben oder was? Oh nö. Der hat sich mit... Ja, egal. Also ich schieb gleich den Ballen zurück. So. Warte kurz, bleib stehen. Ich? Ja. Weil du hast eh links, lässt du das stehen. Warte ganz kurz. So, Ball ist weg. Danke. Chaos auf dem Feld. So, wenn ich jetzt hier nicht den Helfer jetzt angeschaltet hätten wieder, dann hätte er wahrscheinlich eine komische Spur gefahren hier. So. Jetzt können wir den Helfer wieder einstellen hier. So. So, wo habe ich denn jetzt hier? Da hinten steht der Akkuliner. Vielleicht sollten wir auch zwei Anhänger nehmen. So am Puma zwei Anhänger ran. Oh, der arme Puma. Da hätten wir aber größtes Ladevolumen, ne? Wobei, wir kriegen keinen Akkuliner hier mehr ran, ne? Ne, da kriegen wir keinen mehr. Ne. Aber es würde... Du kannst natürlich gucken, ob am blauen eine Anhängerkupplung ist. Dann kannst du am blauen den dranhängen. Das würde vielleicht gehen. Das guck ich mal eben. Wahrscheinlich müsstest du mir dann helfen. Ja, das ist kein Problem. Ich krieg das nämlich, glaube ich, nicht gekoppelt. Ist ja eigentlich ganz einfach. Du musst ja eigentlich nur den einen, den weißen, hinstellen und mit dem anderen musst du nur rückwärts fahren. Dann passt das ja. Den kannst du ja zum Beispiel an einen LKW so lang anhängen. Stimmt. Ich guck mal, ob der passt. Warte mal. Haben wir eine Kupplung da dran? Auf jeden Fall sind beide gleich voll. Ja. Ah, ich glaube, der hat hier auch keine. Nee. Nee. Der hat auch keine. Schade. Der Helfer ist gleich fertig. Ja, ich komme. Was können wir noch für Anhänger hinten dran hängen? Also doppelte? Ich nur so die grünen eigentlich. Ach, da passt da nicht so viel rein. Nee. Also mit denen hier fahren wir schon besser dann. Ja, Jim, bist du schon voll? Ja, leider Gottes, der Tank ist ein bisschen schnell voll hier irgendwie, aber naja. Ich bin ja schon wieder da. Ups. Stehe ich natürlich ein bisschen doof. Ah, jetzt geht's. Ich glaube, der Helfer macht gleich Feierabend. Ja, ich habe hier Probleme mit dem Sieger-Duo. Außerdem leckt es gerade ein bisschen. Nee, Feierabend. Der wollte sich gerade drehen, wollte er sich. Ich bin reingesprungen. Sehr gut. Warum wollte er sich drehen? Er wollte wieder rückwärts fahren. Hier nach unten. Mann, ey, was macht denn der da immer? Wir stellen jetzt mal auf die linke Seite an, dass er links das Feld fertig macht. Ja. Irgendetwas stimmt mit dem Helfer heute nicht. Der ist noch betrunken. Ja. So. Würdest du nicht immer die billigen russischen Arbeiter einstellen? Rumänen sind das, Rumänen. Rumänen. Aber auch nicht schlecht, der hat 97% hier oben. Okay, ja, das ist ganz gut. Ich bin jetzt gleich. Ich glaube, Jim ist leer jetzt, ne? Jo! Swiss ist leer, okay. Ich lasse das Roh mal draußen, gell? Ja. Das ist eine gute Idee. So. Ganz schön großes Feld hier, ne? Ja. Wir bringen es auch einige zusammen. An Ballen und an Weizen halt. Ja.
Ich stelle den Helfer hier schon mal wieder ein hier. Na, woher warten müssen, bis er leer ist. Ich müsste, wenn er halt einstellt, musst du mitfahren. Ja, geht auf der Seite noch nicht. Ja. Sonst würde ich das ganze Feld hier leer fegen. Aber jetzt... Jetzt ist er leer. Wie er schnell rüberrennt. Ich will nur Wespe stoppen. Aber ich kann bei Swiss kann ich abfahren, schon mal ein bisschen. Weil irgendwie ist es so eintönig hier, finde ich. Mit den Traktoren ist alles rot. Ja, stimmt. Man kann sie leider nicht von der Farbe her nicht anpassen. Das wäre aber cool. Das wäre genial. Das wäre für den vielleicht für den 17er Teil, wo du sagen kannst, alles klar, du willst ihn auswählen, da unten kannst du auswählen. Mit der Ausstattung oder mit der Farbe, mit Frontlader, ohne Frontlader, und dann bestellst du den. Ja, gibt doch beim Eurotruck Simulator, kannst du auch diese Custom Paint Jobs ja. Als DLC zum Beispiel kaufen. Ja, die habt ihr alle. Habt ihr beide Eurotruck? Ja. Ich hab den Zweier, hab ich mir mal die Demo. Ich hab den Zweier, hab ich, auch im Multiplayer hab schon sehr oft gespielt. Hat sehr viel Spaß. Ich spiel den immer noch im Multiplayer. Ich warte noch, bis das Update kommt, dass du für eine Spedition fahren kannst. Darüber läuft ja unsere Homepage. Ah, okay. Unsere Homepage ist ja mit Landwirtschaftssimulator und Eurotruck Simulator 2. Ja, Eurotruck ist geil, ich liebe das Spiel, das ist super. Ich glaube, ich muss auch mal mir nochmal in der Vollversion kaufen. Deswegen, Multigaming, das ist unsere Homepage, da werdet ihr uns auch dann finden. Multigaming.de müsste es glaube ich sein, ja. Tim, eine kleine Bitte an dich, beim nächsten Mal einfach gerade ausfahren und langsam fahren. Meinst du mich jetzt? Oder? Ja. Was? Dass wenn du beim nächsten Mal am Feldende bist, entweder langsam gerade ausfährst oder stehen bleibst, nicht in die Kurve fahren. Wegen den Strohschwaden. Ah, wegen dem Reststroh. Oh, sorry, ja. Deswegen sag ich. Flo, kannst du ein bisschen nach rechts fahren? Ja, ein bisschen geht noch, aber nicht viel. Noch ein Stück? Ja, weiter kann ich, dann kommt dann. Okay, das passt. Das ist die Alter Schwede, ey. Ich war gerade mit den Gedanken bei Eurotruck, weißt du, deswegen ein bisschen vergessen, dass hinten Stroh rauskommt. Aber es hat gepasst, siehst du? Es hat gepasst, ja, es war sehr eng, das stimmt. So, 84%. Ja, bei Jim kann ich jetzt noch nicht abholen. Wie viel hast du drin, Jim? 45%. Das wird nicht reichen, also es wird Mitte voll sein, Mitte fällt. Ja, okay, dann fahre ich den eben schon mal weg hier. Ich habe bei mir 84 drin, dann ja. Fahre ich kurz zum Silo runter. Das ist gut. Wobei ich glaube, ich werde auf den Truck umsteigen. Schneller oder was? Ja. Schneller? Ja, ist definitiv schneller. Unsere Felder sind ja sehr trocken, deswegen können wir da auch mit dem Truck drauf. Achso, okay. Nicht? Hat auch mehr Style. Ja. Nee, unsere Felder sind sehr trocken. Es hat ja wenig geregnet hier in Westbridge Hills. Das Klima ist sehr trocken, also. Deswegen können wir da auch mit dem Truck aufs Feld drauf. Ist das Texas oder so hier? Schon irgendwie Texas. Ja, es wirkt ein bisschen wie Texas, ja. Oder Iowa oder Oklahoma. Ah, nee, ist ja eine Stadt. Oklahoma! Howdy, Cowboys! Willkommen in Oklahoma! Habt ihr eigentlich die US-Map mal gezockt da? Nee. Gab's als Mod oder als von der Community eine, oder? Ja, von die ist sehr bekannt geworden. Kannst du Jack Daniels produzieren mit Zuckerrüben und so. Echt? Cool, die laden uns sofort runter. Ja. Ich bin ein großer Jackie-Fan, nämlich. Es ist USA-Map, ja.
Ich habe sie, ich habe auch die Australien von diesem Mod-Team, also die haben Australien und USA-Map gemacht, aber ich muss sagen, alleine schaffst du die nicht. Okay. Das ist echt eine Multiplayer-Map. Ist das eine Vierfachkarte oder was? Ja, das ist gigantisch und halt wirklich USA, oder? Alles amerikanische Häuser und alles so. Okay. Ich mag schon, wenn das die Karte aus, authentisch ist, das mag ich wirklich sehr. Das ist sie auf jeden Fall. Was ich halt nicht mag, sind einfach so viele Spielereien. Ich meine, überall zum Beispiel Gartenstühle drin, überall immer das Gleiche, so, ach, mach ich überhaupt nicht. Lieber weniger und dafür einzigartiger, als überall immer das Gleiche. Ja. Also es ist vom OGF Modding Team. Und die haben Australien und USA Map gemacht, OGF. Sehr schön. Okay, dann müssen wir uns... Habt ihr noch nie gehört von denen? Nee, auch wenn wir jetzt gerade eben Werbung für die gemacht haben, aber... Wundert mich jetzt, sag. Nee, also ich kenne die auch nicht. Helfer steht auch. Ja, ich komme jetzt gleich. Ich habe jetzt gerade den... Willst du erstmal den Helfer machen? Ich mache zuerst den Helfer, ja. Ich habe mir jetzt gerade den neuen Truck rangehängt. Den Scania. Der schöne Mod. Der schöne kleine Scania. Richtig. Der kleine blaue. Genau. Oh, der leuchtet eine gelbe Kontrollleuchte. Ich weiß nicht, was diese gelbe Kontrollleuchte mir sagen möchte. Notausstieg? Ja, das könnte sein. Steuersitz vielleicht, ja. Bei Findet Nemo. Exit. Oh. Das ist der englische Begriff für Notausstieg. Was? Wo ist denn der Helfer? Der ist oben. Ach ja, stimmt, der ist oben, ja. Da war ja was. Du darfst auch zuerst zu mir kommen, wenn du willst. Ja, der Helfer muss. Der Helfer kostet mehr. Das ist. Ja, das werde ich dir nie vergessen. Mist. Wieso ist denn dein Rückfahrlicht immer noch an? Ich habe das ausgeschaltet schon. Ja, habe ich wenigstens Zeit zu qualmen. Ach, jetzt. Zigarettchen muss sein. Ich habe keine mehr hier, ey. So eine Scheiße, ey. Ich muss dann nach dem Part muss ich mal neue kaufen gehen. Ich habe nur Zigarren hier liegen. Ja, die rauche ich nicht. Hey! Und eine Katze. Ja, die Katze rauche ich auch nicht. Aber ich bin gerade durch den Ballen durchgefahren und da wurde mich aufgesammelt. Es gibt aber. Kennt ihr den teuersten Kaffee der Welt? Ja, Katzenkaffee. Genau. Frisch aus dem Arsch der Katze. Richtig. Meine, echt, ist das teuer? Der ist richtig teuer. Ja, weil der wird per Hand gelesen und der kann nur geerntet werden, wenn Katzen diese Kaffeebeeren essen. Und dann die Kerne ausscheißen. Das gibt diesen aromatischen Geschmack. Scheiße. Ja. Ich dachte, das trinkt nur Bear Grylls, Mann. Ist ja eklig. Ja, das trinkt wirklich. Da kostet ein so eine fucking Tasse, kostet da mal so locker 1000 Euro. Nein, so teuer sind sie nicht. So. Nein. Oder? Nein. So teuer ist er nicht. Eine Tasse kostet nicht so viel. Oder war es der Pfund? Oder Section? Eine Tasse kostet 30, 40 Euro. So, Jim. Ich mach jetzt mal hier wieder Breaking the Law. Ich fahr mal kurz hier. Aber auch so viel reicht schon. Ich kann auch zurücksetzen, ist kein Ding. Dann war das wahrscheinlich der Sack, den ich meinte. Ja, das kann gut sein. Aber eine Tasse 1000 Euro, das würde kein Mensch zahlen. Doch. Es gibt immer Leute, die sowas zahlen. Ja, aber nee. Also ich würde es zahlen, weißt du, weil Geld bedeutet mir nicht. Ich würde es auch zahlen, nur nicht von meinem Geld. Ja. Vielleicht verlosen wir immer mal so einen Sack. Du willst Katzenscheiße für Lust, yes. Lecker. Da werden sich unsere Zuschauer bestimmt drüber freuen. Ja. Das glaube ich auch. Ja, so, dann sind wir schon fast durch mit dem Part gleich. Ja.
Ich, man merkt, ich habe Schmachter, deswegen machen wir die Folge auch nur 25 Minuten lang. Ja. Ja, dann würde ich sagen, was machen wir denn im nächsten Part? Was machen wir denn da Schönes? Ja, Raps ist noch da. Raps ist noch da? Ja, schön. Dann. Raps und Gerste. Ah, wir haben auch die Zuckerrüben auch. Zuckerrüben. Ich finde, wir ernten im nächsten Part ernten wir Zuckerrüben für die Zuschauer. Alles klar. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.